Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Dabei will ich Ihnen helfen und wie versprochen heute mit einer Risikoanalyse. Es sind ein paar Auffälligkeiten am Aktienmarkt. Also in den USA geht es schön nach oben. In Europa ging es nach unten im Juni. Jetzt kommt eine leichte Erholung. Schauen wir uns gleich an nach dem Intro. Aber die Sachverhalte am Aktienmarkt sind nicht ganz klar. Also es gibt viele, die Angst vor einem Crash haben, zu einem Rücksetzer, weil die Märkte einfach speziell in den USA sehr gut gelaufen sind. Gibt aber auch Branchen, die nicht so gut gelaufen sind. Und deswegen machen wir heute eine Risikoanalyse und fühlen den Aktienmarkt auf dem Zahn. Alles gleich nach dem Intro. Zunächst wagen wir mal einen Blick auf den globalen Aktienmarkt mit den entsprechenden Untermärkten, nämlich Europa, Asien und Amerika. Der Stoxx Global 1800, Achtung wieder auf Ausrufezeichen in Euro für uns Anleger, ist mit 21,4% im letzten Halbjahr gut gelaufen. Schauen wir uns mal an, wie sieht es mit Amerika aus, 25%, aber auch bitte aufpassen in Euro. Wir schauen uns gleich den S&P 500 an, da sieht es ein bisschen anders aus. Also alles für uns Euro-Anleger, Europa relativ schlecht gelaufen. Asien noch schlechter. Wichtig ist hier der Verlauf, den wir uns jetzt gleich mal angucken. Wir sehen hier, USA ist natürlich mit den 600 größten Aktien deutlich stärker gewichtet hier im Stoxx Global 1800. Das heißt, die 600 amerikanischen Werte sind so groß, viel größer als die europäischen und asiatischen Aktien, zumindest die meisten, sodass hier das Gewicht, wie man sieht, auch von Amerika im Stoxx Global 1800 sehr, sehr stark ist. Und wir sehen hier schönen Aufwärtstrend eigentlich seit Halloween. Sie kennen ja den Halloween-Effekt, wenn nicht, stöbern Sie auf meinem YouTube-Kanal Börse Sessional, da finden Sie viele Informationen dazu. Soll heute nicht Thema sein. Wir sehen hier jetzt auch wieder seit der letzten kleinen Korrektur hier, dass im Ende Mai endete im Juni einen sehr, sehr schönen Aufwärtsschwung, der jetzt langsam aber an Schwung verliert. Am amerikanischen Markt sehen wir, dass hier dieses Hoch nicht mehr getoppt wurde, doch hier noch ein bisschen, aber der Aufwärtstrend wird langsamer. Und das ist dann oft ein Zeichen, dass die Märkte zurückkommen, wenn es nicht mehr so schnell nach oben geht. Wenn vor allem Allzeithochs erreicht sind, hier oben kommen immer weniger Anleger rein, es gibt kein neues Geld und dann fallen die Märkte. Das heißt, das ist das, was viele Marktteilnehmer im Moment bewegt und Angst macht und sagt, okay, jetzt könnte eine Korrektur folgen. Ein weiteres Zeichen war, wie Sie an meinen Videos im Vergangenen auch gesehen haben, im Juni oder eigentlich so seit Mitte Mai, ja, bis hier konnten wir es noch nicht sehen, aber so Ende Mai ist USA richtig gut gelaufen nochmal und Europa hat aber leicht korrigiert, ist nach unten gegangen. Und das kann dann auch ein Zeichen sein, dass gerade die amerikanischen großen Investoren vorsichtiger werden und erstmal Europa auskehren und dann die amerikanischen Aktien auch noch verkaufen, wenn sie pessimistisch sind, wenn sie denken, dass die Aktienmärkte nicht mehr so viel bringen werden. In Asien eigentlich so Abwärtstrend bis April, dann Mai wieder leichter Aufwärtstrend, seitdem eigentlich eine Seitwärtsbewegung. So, was aber ganz schön ist, dass Europa jetzt hier wieder anzieht, wieder aufholt, USA leicht nach oben geht, Europa stark anzieht und das ist dann wieder ein Zeichen, dass es wohl doch nicht so ist, wie vermutet, also dass die amerikanischen Investoren Europa verkaufen und dann nachher auch noch Amerika verkaufen. Also das ist dann eher wieder ein gutes Zeichen. Ja, das wollte ich Ihnen mal zeichnen anhand der Charts. Ansonsten haben wir einen schönen Aufwärtstrend, der ja dann auch mal, sag ich mal, verschnaufen kann und korrigieren kann. Saisonal gesehen auch ganz typisch, da kommen wir aber auch noch drauf zurück. Schauen wir uns den S&P 500 an, das ist der wichtigste Index. Sekunde, hier haben wir ihn in Rot, den S&P 500 und als Vergleich einfach nochmal, damit wir sehen, was der Euro ausmacht, der Stoxx America 600 mit den 600 größten. Also die zwei Indizes sind von den Aktien eigentlich sehr, sehr identisch. Im Stoxx America 600 sind zwar noch 100 Aktien mehr drin, aber die sind so minimal gewichtet, dass die eigentlich gleich laufen. Das heißt, der Unterschied, den wir hier sehen, der ist im Umrechnungskurs Dollar-Euro. Der S&P 500 wird ja in Dollar. Und wir sehen,
dass der S&P 500 ein bisschen stärker ist als der Index. Das heißt, da ist der Dollar dann Euro-Dollar-Verhältnis dagegen gelaufen. Was aber viel interessanter ist, ist hier unten das Volumen. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann sehen wir, sobald so ein bisschen runtergeht, zack, wird nachgekauft. Und jetzt schon wieder, kleine Korrektur, zack, wird nachgekauft. Und das im Juni. Und ich weiß auch schon, wer das ist und wer da nachgekauft hat, nämlich die großen Vermögensverwalter in den USA. Die müssen ja Ende Juni dann einen Bericht schreiben und wollen da die Gewinneraktien drin haben. Das heißt, die kaufen dann Nvidia nach, die kaufen dann die besten Aktien, die super gelaufen sind in 12 Monaten, kaufen die nach, um in ihrem Bericht zu haben. Das ist so ein ganz typisches Verhalten. Insgesamt muss man aber sagen, dass das Volumen hier im Juni, wie Sie sehen, hier leicht zurückgekommen ist. Und die Kurse sind am Steigen. Auch ein schlechtes Zeichen. Fallende Volumina, steigende Kurse ist oft ein Zeichen von einer Trendumkehr. Das heißt, dass die Kurse fallen werden und dann die Volumen hochgehen. Das hat ja, haben wir im letzten Video ja auch schon uns angeguckt und gesehen. Also das ist ein Zeichen für eine Korrektur eigentlich. Aber ich zeige Ihnen am Ende des Videos noch, warum ich nicht an eine Korrektur jetzt im Juli glaube. Dazu aber mehr später. Jetzt wollen wir zu den Risikofaktoren kommen. Die kann man nicht besser analysieren als mit dem Angst- und Gierfaktor. Wie der Name schon sagt, Angst und Gier. Das heißt, hier werden verschiedene 7 Indizes betrachtet und eingestuft. Einmal natürlich das Momentum. Da sehen wir, da ist alles gut. Das hatten wir gerade schon. Aufwärtstrend haben wir. Die 125-Tage-Linie geht nach oben. Der Kurs hat einen gesunden Abstand zum gleitenden Durchschnitt. Alles gut. Das wird hier als extreme Gier betrachtet. So ist es auch. Der Abstand wird hier größer. Da wäre es normal, wenn eine kleine Korrektur käme. Was aber ein schlechtes Zeichen für die Börse wiederum ist, ist die 52 Wochen Hoch und Lows. Das heißt, hier wird verglichen, wie viele Aktien haben hier 52 Wochen Top erreicht und welches Tief. Und das wird ins Verhältnis gesetzt. Das heißt, je mehr Aktien steigen und ihr Allzeithoch haben oder ihr 52 Wochen Hoch, ihr Jahreshoch sozusagen, desto gesünder ist der Aufwärtstrend und je weniger, desto schlechter. Interessant wird es immer, wenn das gegenläufig zum Kurs ist. Auch hier sehen wir, dass die Kurse hier zwar langsam steigen, aber immer weniger Aktien für den Anstieg verantwortlich sind. Vor einem Monat waren es noch 75% der Aktien im S&P 500, die für den Anstieg verantwortlich sind. Jetzt sind es nur noch 65%, also viel weniger Aktien. Das ist noch nicht erschreckend, das ist noch nicht Schlimmes, aber das heißt, der breite Markt, also 65% des Markts, steigt noch. Aber es wird weniger. Wenn das mal weiterfällt und nur noch ganz, ganz wenige Aktien den S&P 500 zum Steigen bringen und die meisten aber leicht fallen, dann ist es ein Zeichen, dass der Markt bald dreht. Und das sind hier die ersten Anzeichen. Noch keine starken Zeichen, aber die ersten Anzeichen. Genauso ist Stock Price Spread. Das hatten wir ja schon gerade. Die Kurse steigen, die Volumen fallen aber, bis auf diese zwei Peaks, wenn die Kurse gerade ein bisschen gefallen sind. Auch das ist wieder ein Zeichen, wenn das in die andere Richtung geht, dass wir vor einer Korrektur stehen. Keine starke Korrektur, glaube ich nicht. Warum? Weil sobald die Kurse runtergehen, wird nachgekauft. Extreme Angst, extreme Gier bei Put-Call-Ratio. Das heißt, im Moment setzen ganz, ganz viele auf steigende Kurse und weniger auf fallende Kurse. Das Verhältnis ist sehr, sehr positiv, sehr optimistisch. Die Volatilität ist im normalen Bereich. Und hier, was ganz stark gestiegen ist, ist die Prämie, die Risikoprämie für Junkbonds, also für Anleihen, für festverzinsliche Wertpapiere, die ein Ausfallrisiko haben. Die haben ja in der Regel höheren Zins. Und dieser Zins, dieser Abstand zwischen dem sicheren Zins und einer ausfallenden Anleihe, also 2-3% Ausfallquote haben die, das ist stark gestiegen. Das heißt, hier ist extreme Angst am Markt, dass hier Ausfälle geben kann. Das sind die Rezessionsängste, furchtbares Wort, Rezessionsängste am Markt, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, durch die inverse Zinskurve. Die ist jetzt schon über ein Jahr oder ziemlich lange Zeit invers, heißt,
Für die langfristigen Zinsen bekomme ich weniger Zins als für die kurzfristigen. Das ist ein relativ zuverlässiges Zeichen, dass eine Rezession kommt. Aber ich glaube, sie wird nicht kommen, weil die Notenbanken dementsprechend intervenieren werden. Ja, das ist jetzt so meine Meinung nebenher, aber diese Ängste sind am Markt. Und dann schauen wir uns noch an, wie sind die Umfrageergebnisse der amerikanischen Investoren. Und da sehen wir auch viel Optimismus. Also 41,7% der befragten Investoren, und da sind Fondsmanager, Hedgefondsmanager, private Anleger, institutionelle Anleger, alles mit dabei, die sagen, 41,7% in den nächsten 6 Monaten steigen die Aktienbörsen. Und 28,1 sind pessimistisch. Das ist also eine sehr, sehr optimistische Umfrage. Schon sehr lange, wie Sie sehen können, schon seit Anfang Juni, schon seit 4 Wochen oder länger eigentlich, schon seit Monaten, ist hier die Umfrage wirklich sehr, sehr positiv nach wie vor gestimmt. Ist ganz typisch fürs US-Wahljahr. Da sage ich auch noch gleich was dazu. Und jetzt eine ganz, ganz wichtige Zahl, die das Ganze dann wieder in die richtige Richtung rückt. Und zwar, das sind die Aktienquoten von Fondsmanager, Vermögensverwalter, auch Privatanleger, ganz, ganz viele werden hier befragt. Und die ist über 100%. Das sind die Hedgefonds. Warum? Die können Schulden aufnehmen, um ihre Aktienquote zu erhöhen. Das heißt, wenn die 101 oder 102% Aktienquote haben, haben sie auf der anderen Seite dann 2% Kredit. Das ist extrem hoch. Und wie Sie sehen können, immer wenn das so hoch ist, dann folgt irgendwann auch wieder fallende Kurse. Wir haben das hier letztes Jahr im Juli gesehen. Ende Juli war das hoch. Die Quote war über 100% und dann kommen die Kurse runter. Es ist eigentlich nicht immer so. Wir sehen hier, Ende des Jahres im Dezember war das Aktienexposure auch 102 drüber und da ging es nur leicht runter und schon wieder ging es nach oben. Also auch hier im März war es ein guter Indikator. Das hatte ich auch in meinem Video schon gesagt. Das ist aber schlechtes Zeichen. Zweimal über 100%. Es war klar, dass da die Kurse zurückgehen, aber sich dann auch wieder erholen. Man sieht ja, dass ein richtiger Abverkauf war. Die Aktienquote ist ratzfatz runtergegangen, bis sich eben die Zweifel wieder gelöst haben und dann wieder eingestiegen wird. Und jetzt ist es relativ hoch. Und jetzt kommen wir zum des Pudels Kern sozusagen. All das sind Zeichen, dass wir kurz vor einer Korrektur stehen. Allerdings, wenn wir das im saisonalen Kontext sehen, wir sind im Juni und jetzt Anfang Juli, da ist das relativ normal, dass die Volumen runtergehen, weil die Investoren warten auf die Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften, die jetzt mit dem Ende des Halbjahres ihre Bilanzen offenlegen müssen, ihre Prognosen offenlegen müssen. Das heißt, im Juni, der Juni ist ja auch in der Regel oftmals ein schlechter Monat oder ein lauer Monat, wo nicht viel passiert, weil hier abgewartet wird, neue Impulse werden gesucht. Und die können aber jetzt Anfang Juli kommen. Ganz viele wichtige Aktiengesellschaften geben ihre Bilanzen raus, kaufen selber Aktien zurück Mitte des Monats. Das heißt, kommt neues Geld mit in den Markt und die Vermögensverwalter richten sich neu aus. Jetzt ist die Aktienquote schon sehr, sehr hoch. Da kann es eher zu Umschichtungen kommen. Aber dass jetzt hier, sage ich mal, die Volumen runtergehen, das ist normal. Der Juli wird wohl noch ein paar Kurssteigerungen mit sich bringen, bevor die Kurse fallen, auch im US-Wahlzyklus. Mehr dazu schauen Sie sich bitte im saisonalen Video an, das ich Anfang der Woche gemacht habe oder Anfang letzter Woche. Schauen Sie sich es bitte an. Ich verlinke Ihnen das hier und dann habe ich hier noch eine Playlist, wenn Sie noch mehr Informationen wollen, können Sie auch noch sich angucken. Sämtliche Videos, jede Woche passiert hier eine Analyse unterschiedlicher Art von fundamental, technisch, saisonal, Risikoanalyse und. Also das ist meine Einschätzung. Ich glaube, der Juli kann noch ganz gut werden und dann wird es auch immer schwächer, vor allem in den letzten Monaten vor der US-Wahl. Ich wünsche Ihnen alles Gute, freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, freue mich, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben und abonnieren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, bis bald, Ihr Thomas Hupp.